Die Herausforderungen bei Soziocard Change gab es auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst einmal setzt es voraus, wenn man einen Change-Prozess initiiert, dass man einen Auftrag bekommt als Berater. Den musste man sich erstmal holen von der Organisation. Das ist ja erstmal nicht so ganz einfach. Ja. Da muss die Organisation schon sagen, okay, wir wollen einen Change-Prozess initiieren, wir wollen das alle und wir geben dir, Berater, jetzt den Auftrag, uns dort zu begleiten. Das ist, denke ich, die erste Herausforderung oder die erste Hürde auch. Im Prozess selbst gab es verschiedene Herausforderungen, das waren vor allem die Schnittstellen. Das sind die Schnittstellen zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Das hat man nicht überall. Das hat man im Sportbereich, hat man das. Das hat man aber auch im soziokulturellen Bereich sehr stark. Im professionellen Bereich, beispielsweise in Stiftungen oder in Banken, haben sie das nicht so, die Schnittstelle Ehrenamt-Hauptamt. Das ist eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist der Generationswechsel, der gerade im Bereich der Soziokultur ganz erheblich stattfindet. Sie haben eine Gründergeneration, die in den 70er, 80er und 90er Jahren die Soziokultur in Deutschland begründet hat, mit sehr hohen idealen Werten. Und diese Generation geht jetzt in Rente. Die gehen. Und nachfolgend sind Menschen, die Kulturwissenschaft studiert haben und aus einem ganz anderen Blickfeld heraus in soziokulturelle Einrichtungen gehen. Und das habe ich tatsächlich auch als Generationskonflikt auch erlebt. Sie haben die Herausforderung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Man hat in der Soziokultur einen sehr hohen ideellen Anspruch, man hat sehr hohe Ansprüche an Inhalte. Auf der anderen Seite sind gerade in der Kultur oder auch in der Soziokultur die betriebswirtschaftlichen Faktoren immer mehr Überhand, haben immer mehr Überhand genommen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren sehr stark entwickelt. Dann hat man noch eine Anforderung in der Soziokultur, das nenne ich eben den Anspruch an sich selbst, basisdemokratisch zu sein, alles gemeinsam abzustimmen, einerseits. Auf der anderen Seite kann man das tun. Und es gibt hervorragende Autoren wie Frédéric Laloux, die sehr deutlich nachgewiesen haben, wie handlungsfähig Organisationen sind, die basisdemokratisch organisiert sind oder auch soziokulturell organisiert sind. Allerdings braucht man dafür Werkzeuge. Man braucht eine sehr hohe Kommunikationskompetenz, man braucht eine sehr hohe Streitkultur und man braucht einfach strategische Werkzeuge, wie man miteinander umgeht im Team. Wenn diese Werkzeuge nicht da sind, führt das automatisch auf einer emotionalen Ebene oftmals auch zu Streitereien, zu Abwertungen, zu gegenseitigen und das ist nie gut. Als Berater hat man die Möglichkeit, einmal so, wir nennen das Quick Wins zu geben, also Dinge, wo man ganz, ganz schnell was machen kann. Die helfen für einen Moment. Das ist wie das Pflaster, was man auf die Wunde macht. Das heilt aber nicht die Wunde. Und das Pflaster, was die Wunde bedeckt, sind dann, dass man mal ein Kommunikationsleitbild aufstellt, dass man mal darüber spricht, wie organisieren wir eigentlich hier unsere Meetings? Wie ist unsere Struktur hier überhaupt? Wie reden wir miteinander? Welche Ziele haben wir? Welche Strategien verfolgen wir? Das kann man ziemlich schnell machen. Da hat man 2 Tage einen Strategieprozess und dann ist das gesamte Team motiviert und das hält tatsächlich 1 bis 2 Jahre auch gut an. Viel langfristiger, und das ist wirklich ein Marathon, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, ist die Haltungsveränderung. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Haltung bedeutet, dass man Vertrauen aufbaut, dass man auf einer Metaebene Dinge miteinander besprechen kann, ohne emotional zu sein, ohne dass man sich selber so in den Vordergrund stellt. Das sind so ganz, ganz konkrete Dinge, die haben sehr viel mit Haltung zu tun. Immer wenn Sie Organisationen entwickeln wollen, müssen Sie die Menschen entwickeln, die darin arbeiten. Und Menschen entwickelt man nicht innerhalb von einem Programm oder innerhalb von 2 Tagen, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also am Anfang ist durchaus eine Bereitschaft da, am Anfang ist auch sonnenklar, wir müssen kontinuierlich an unseren Themen arbeiten. Aber ich würde mal sagen, die Erkenntnis, dass Veränderungsprozesse ganz langsam nur kommen, diese Erkenntnis ist unglaublich schwierig zu ertragen. Ist übrigens auch schwierig zu ertragen für einen Coach, wenn du merkst, dass du, wenn du wiederkommst nach 6 Wochen, dass sich dann eigentlich wenig verändert hat und der Prozess fast nochmal von vorne an losgeht. Das ist aber wirklich in allen Einrichtungen so. Das ist ein Grundprinzip. Das bewegt sich so in konzentrischen Kreisen. Also immer 2 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück und dann geht es aber doch so wie bei einer Rolle langsam vorwärts. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, weil Veränderungen sind das Schwerste, was wir Menschen eigentlich machen. Und je eingefahrener bestimmte Gewohnheiten sind, desto schwieriger ist es, diese Gewohnheiten zu ändern. Das kennt jeder von sich selber.
Ja, was gibt es für Lösungsansätze? Also die Lösungsansätze, die wir dann immer machen in diesen Prozessen, ist wirklich zu sagen, wir gucken jetzt mal knallhart, was kann man machen, was kann man aus eigenen Mitteln auch erwirtschaften, gehört dazu nicht vielleicht auch liebgewordene Dinge von Veranstaltungen, von Aktivitäten auch mal zu reduzieren, die viel Arbeit machen, die viel Geld kosten und dafür auch Dinge zu machen, die man eben nicht so gerne macht, die zwar passen zu Inhalten und Zielen, aber die auch wirtschaftlich orientiert sind. Das ist der eine Punkt. Also wie kommen wir aus eigenen Mitteln rein? Die andere Geschichte ist, das sogenannte Fundraising zu machen in allen Formen. Und zu sagen, hier müssen wir mehr Aktivitäten drauflegen. Und dazu gehört übrigens auch die Auseinandersetzung mit der Kommune. Du schaffst es, wenn die Organisationsstruktur stimmt, wenn eine Stütze da ist, dann ist es gar nicht das riesige Problem, weitere Ehrenamtliche zu finden. Nur du musst dann klar haben, die Aufgaben sind begrenzt, sie sind auch zu leisten. Du hast nicht quasi die Führung eines kleinen Unternehmens an der Backe, sondern du machst eine ganz bestimmte Tätigkeit, eine ganz bestimmte Aufgabe, von der man auch Abstand nehmen kann, wenn man es nicht mehr geht. Wenn das so gebacken ist und dann die Struktur stimmt, dann ist es eigentlich gar nicht so ein großes Problem, Ehrenamtliche zu finden. Ja, was sind meine Erkenntnisse? Also die erste Tatsache ist die, es schockt nicht davor, dass es lange dauert. Findet es nicht frustrierend, wenn ihr wieder zurückfallt in alte Gewohnheiten. Sofern es einen Schritt schon weiter ist, als ihr gestartet habt, ist das schon ein Erfolg des Prozesses. Das ist sozusagen die erste Sache, die ich gelernt habe. Die zweite Geschichte ist die, das, was am Anfang so eines Prozesses als Probleme, zu bearbeitenden Probleme und Ziele definiert werden, sind oft gar nicht die Hauptprobleme, an denen wir arbeiten. Weil das ist manchmal so wie mit einer Taschenlampe, wo du in einen unbeleuchteten Raum reinleuchtest. Du kannst eine kleine Ecke ausleuchten und da siehst du vielleicht einen ganz aufgeräumten Raum. Wenn man aber so einen Prozess dann startet, dann wird der ganze Raum ausgeleuchtet. Und dann sieht man bestimmte Ecken, die viel wichtiger zu bearbeiten sind als die anderen. Beziehungsweise es ist dann notwendig, erstmal in den Ecken anzufangen, um das andere Problem zu lösen. Denn die externe Begleitung hat nochmal einen anderen Blick darauf und bringt vielleicht auch nochmal Punkte ins Spiel, die man selber gar nicht mehr ins Spiel bringen möchte, wo man sagt, ach, das möchte ich eigentlich gar nicht gerne so ansprechen. Da ist eine externe Begleitung, legt dann auch ab und zu mal die Finger in die Wunde und sagt, ja, habt ihr eigentlich mal darauf geschaut oder darauf geschaut? Und dann ist das Team gezwungen, eben nochmal darauf zu schauen. Wir selber in meiner eigenen Organisation, ich mache solche Pitstops mindestens einmal im Jahr. Ich habe wieder einmal gelernt, dass jede Organisation unterschiedlich ist. Es kann kein Programm geben, wo man eine Schablone aufsetzt und sagt, das und das sind die Werkzeuge, damit gehen wir in Organisationen hinein. Das gibt es nicht. Jede Institution, die ich begleiten durfte, ist einzigartig. Jedes Team ist einzigartig, jede Führungskraft ist einzigartig und vor allem jeder Entwicklungsstand einer Organisation ist einzigartig.